Resozialisierung ist heute unser Thema. Wir bauen unser erstes Gefängnis. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skyline. Mein Name ist Punky und gemeinsam mit euch möchte ich heute einfach mal so ein bisschen dies und das machen. Ich habe Feierabend und habe einfach nochmal Lust auf eine Aufnahme. Und daher nochmals recht herzlich willkommen in unserer schönen Stadt ohne Namen. Wie gesagt, ich habe heute kein wirklich festes Ziel, sondern ich will einfach versuchen, mal so ein bisschen die Bedürfnisse unserer Stadt hier ja zu entsprechen. Und dazu schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Wir können ja erstmal durch die ganzen Dienstgebäude schalten, um zu schauen, ob wir hier irgendwo mal nachrüsten sollten. Ja, unser Distrikt 3 und 4 könnte zumindest eine Dienstleistung vertragen. Ich meine, Distrikt 4 ist ja noch lange nicht freigegeben für irgendwelche Bauten. Aber hier sollte man schon mal irgendwie das ein oder andere Dienstgebäude noch errichten. Was benötigen wir denn? Wir haben hier eine Feuerwehr. Wie sieht es denn aus mit der Gesundheit? Die ist zum Glück sehr gut versorgt. Und wie sieht es aus mit Polizei? Wo ist denn die Polizei hin? Die Polizei ist weg. Hier, Kriminalität. Ja, Kriminalität ist zwar niedrig, allerdings ist... Oh, im ganzen Distrikt ist noch kaum ein Polizeigebäude, beziehungsweise gar nicht. Das ist allerhand. Gut, also, dann bauen wir zumindest zuerst mal ein Polizeigebäude. Und da gönnen wir uns natürlich auch ein großes. Haben wir denn irgendwo ein bisschen Platz in unserer Stadt, dass wir das ohne großen Abriss unterbekämen? Hier hin. So, das sieht doch schon mal gut aus. So, jetzt haben wir hier unten zwar so ein paar Ausläufer. Ich meine, die werden noch, können noch erreicht werden. So ist es nicht. Jetzt sorgen wir auf jeden Fall nochmal für ein bisschen Brandschutz. Da haben wir hier unten schon eine Feuerwehr. Jetzt hätte ich ganz gerne einfach nur mal gewusst, was das für eine Feuerwehr ist. Das ist eine große. Das ist eigentlich eine große Feuerwehr. Aber in einer großen Stadt schadet es ja nicht, wenn man davon auch ein bisschen mehr hat. Hätte ich versucht, hier irgendwie hin zu platzieren. Leider nicht ganz möglich. Leider nicht ganz möglich. Ja gut, ich meine hier dieses kleine Häuschen können wir abreißen. Haben wir mal kurz uns zwangsenteignet. Aber wir haben den Bewohnern, könnt ihr sicher sein, eine Alternative zum Wohnen gegeben. Vielleicht wohnen sie jetzt ja sogar hier unten im Viertel Meeresblick. Wer weiß es schon. Und apropos Meeresblick, meine Freundin meint, guck mal Schatz, hier ist gar kein Meer. Nenn es doch Seeblick. Ich würde vorschlagen, wir nehmen diesen Vorschlag an. Und haben jetzt dafür den Distrikt Seeblick. So. Schon hat sich ein Distriktname geändert. Weiter geht's zu unseren Dienstleistungen. Gefängniskapazität 280, das heißt, da haben wir noch Platz. Wo haben wir denn eigentlich ein Gefängnis gebaut? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Schauen wir mal. Gefängnis. Gefängnis, Gefängnis, Gefängnis. Wo könnte ein Gefängnis gewesen sein? Hatten wir überhaupt schon ein Gefängnis? Wenn ich jetzt mal diese Liste hier aufbekäme. Einen Friedhof. Eine Polizeiwache. Okay. Ein Polizeihauptquartier. Ich meine, wir hätten noch gar kein Gefängnis gebaut. Eine Polizeiwache? Polizeiwache? Nee.
Ich glaube, also ich könnte mich nicht daran erinnern, dass wir das mal gebaut haben. Um ehrlich zu sein. Gut. Können wir auf jeden Fall mal bauen. Mal ein bisschen Geld haben wir. Dann leisten wir uns auch ein Gefängnis. Und da sollten wir wahrscheinlich den Radius so wählen. Das Gefängnis ist eine Justizvollzugsanstalt, die Verbrecher zu gesetzestreuen Bürgern machen soll. Polizeiwachen verfügen zwar ebenfalls über Zellen für kurze Haftstrafen zur Rehabilitierung von Verbrechen, wird aber ein Gefängnis benötigt. Gefängnisbuskapazität sind 5. Was heißt dieses Einsatz jetzt? Lärm. Lärm, Lärm, Lärm. Okay. Wo könnten wir dieses Gefängnis mal hinplatzieren? Könnte man ja eigentlich auch in Big Town hin transportieren? An die Autobahn. Das klingt nach einem guten Plan. Würde ich fast vorschlagen, da möchte ich die Straße jetzt noch zweispurig führen. Und dann irgendwie so in die Kurve rein. 10 und nochmal so. Ja. Halt. 16 und dann soll es aber auch gut sein. Und dann würde ich ganz einfach hier nochmal so 10 sagen wollen und auch hier nochmal 10. Und dann sorgen wir erstmal für genug Leitung. Heizungsverfügbarkeit. So langsam wird's enge. Das auch schon fertig. Also wir müssen auf jeden Fall unsere Heizkraftwerke so ein bisschen erweitern wahrscheinlich. Strom haben wir jetzt wahrscheinlich hier hinten auch noch nicht. Den würde ich mir jetzt einfach mal von hier her schnappen wollen. Und dann natürlich das Gefängnis. Schon gerne. So, wartet mal. Das. Wie sieht denn das jetzt? Wir können es ja dann nochmal verschieben, wenn es mir jetzt gerade so noch nicht gefällt. Wobei, doch, das sieht, finde ich, eigentlich ganz hübsch aus. Können wir sogar so lassen. Wir müssen natürlich nur noch hier für Strom sorgen. Zack. So. Auch hier so auf so einen kleinen auf so einen kleinen Berg. Das sieht auch nicht schlecht aus. Hätte man jetzt ja eigentlich nochmal so einen erhöhten Berg machen können. Na gut, egal. Wir wollen es mal so hinnehmen und akzeptieren. Gut, das. Dann haben wir jetzt schon mal unser erstes Gefängnis. Das ist doch erfreulich. Da wir jetzt gesehen haben, dass uns die Heizkraft so langsam zur Neige geht, würde ich auf jeden Fall nochmal in unserem Distrikt oder in unserem Viertel City oder in der City im Allgemeinen nochmal für ein weiteres Kraftwerk sorgen wollen. Um hoffentlich dann auch die Bedürfnisse unserer Bürger zu befriedigen. So dass wir auch hier weiteren Zuwachs verzeichnen können. So, ein Heizkraftwerk. Versorgen Sie Ihre Bürger mit einer guten alten Kesselstation. Brauchen wir ja nicht. Wir haben ja immer Geothermie schon gleich verwendet.
passt das noch hier irgend? Hier passt es leider nicht mehr mit hin, aber hier. Dann machen wir das auf jeden Fall. Und schließen das Ganze auch mit an. Zur äußersten Not, aber wir haben jetzt hier wieder volle Power. Das heißt, das ist erstmal okay soweit. Wasser, ja, geht auch noch. Sieht auch noch alles ganz gut aus. Unser Industriegebiet steigert, oder beziehungsweise die Industrie steigert die Nachfrage. Dann würde ich gleich vorschlagen, lasst uns nochmal hier auf jeden Fall ein paar Industriegebiete planen und vergeben. So, vielleicht so. Hier oben nochmal. Und hier hin. So, das sollte erstmal ausreichend sein. Ach so, hier oben die Straße haben wir ja eigentlich schließen wollen. Ja gut, machen wir es folgendermaßen. Hier reisen wir ab. Da müssen wir die Straße natürlich nur freigeben. Sonst kann ja hier keiner langfahren und demzufolge auch keiner bauen. Also erlauben wir natürlich wieder den kompletten Verkehr. Und hier reißen wir die Brücke ab. Halt. Zack. Schon hat sich hier was geändert. So, die Straße wird benutzt und hier wird sogar schon gebaut. Wie sieht es denn aus? Mit Wasser sind wir noch versorgt. Das passt soweit. Könnte man vielleicht schon mal vorsorglich hier noch dran gehen. Stromtechnisch passt das auch alles noch sehr soweit. Entschuldigung. Jetzt haben wir ein bisschen Nachfrage nach Gewerbe. Wo könnte man denn noch Gewerbe hin platzieren? So, und natürlich hier dieser District bleibt ja wie gesagt erstmal leer. Aber wir haben hier noch Platz, wir hätten hier nochmal Platz. Hier haben wir Platz. So. Ich denke mal, was ist hier? Kreuzungen, ja. Oha, hier brennt es auch. Aber die Feuerwehr ist bereits vor Ort. Das heißt also, es sollte keine großartige Gefahr vorliegen. So, das. Da geht's da lang, da geht's da lang. Ich würde sagen, lasst uns hier auf jeden Fall nochmal so Gewerbe verteilen. Und wenn wir schon beim Verteilen sind von Bauflächen, dann verteilen wir auch nochmal hier im Industriegebiet West. Warum können wir denn eigentlich hier nicht weiter verteilen? Hier ist irgendein komischer Schatten. Kann das sein? Irgendwas ist hier, ne? Okay. Aber es würde ja ausreichen. Gut, okay. Sehr schön. So langsam, wirklich ganz, ganz langsam, steigert hier sich auch so ein bisschen die Nachfrage nach Wohngebieten. Das wäre schon mal wichtig. So, unser Gefängnis. Wie sieht's denn aus?
Verbrecher im Gefängnis 0 von 500. Naja. Anscheinend brauchen wir noch kein so wirkliches Gefängnis, aber wir haben es erstmal. Wir mussten ein bisschen Geld loswerden. Ich meine, hier haben wir ja auch schon Verbrecher. Von der Sache her wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man die dann auch inhaftieren würden. Wenn sie dann resozialisiert werden, ist das ja auch von Vorteil. Gut, nächster Meilenstein. Ich hätte ganz gerne ja ein weiteres Gebiet erschlossen, aber uns fehlen noch knapp 20.000 Bürger in unserer Stadt. Das heißt, das wird sich noch ein bisschen hinziehen. Aber ansonsten bin ich soweit sehr zufrieden. Industriegebiet steigt dann nach wie vor. Dann werden wir hier auf jeden Fall noch mal ein paar Bauflächen verteilen. So. Und Gewerbe auch. So ein großes Einkaufsviertel wollte ich jetzt nicht machen. Aber was mir vorschwebt, ist, dass wir praktisch hier nochmal Art Gewerbe haben. Bis hier so um die Ecke. Und dann vielleicht nochmal irgendwo dicht mit gering besiedeltes Gewerbegebiet. Könnte man natürlich auch noch mal irgendwie platzieren. Haben wir denn noch ein bisschen Platz im Südviertel? Südblick. Ja, ein bisschen weit weg vom Schuss. Das Ganze. Hier oben ist auch ein bisschen weit weg. Hier vielleicht. Hier könnte sich noch ein Geschäft ansiedeln und hier auch. Und hier auch. So. Ja, so langsam es wird. Ja, eines der ganz großen Planungen, die ich vorhabe. Wir brauchen einfach mehr Gebiete. Es geht gar nicht anders. Einmal möchte ich natürlich hier die Autobahn entweder weiterführen oder komplett umbauen. Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Wir könnten hier auch noch ein weiteres Gebiet erschließen. Und hier hätten wir noch Platz, um unser Industriegebiet zu erweitern. Also wie ihr seht, wir könnten das gut gebrauchen, wir könnten das gut gebrauchen. Ja. Was macht denn eigentlich unsere Hotelanlage? Kriegen wir denn hier mal Informationen? Besucher letzte Woche 95. Touristen letzte Woche 31. Aber die Kriminalität ist zu hoch. Ja, wo ist denn die Polizei? Verdammt. Wir haben sie doch extra hier hingebaut. Und dennoch macht uns die so viel Sorgen. Streifenwagen in Verwendung. Ja, Sollte man vielleicht mal direkt daneben bauen. Was ich eigentlich aber nicht wirklich machen möchte. Hier gibt es einen kleinen Brand. So. Der Streifenwagen schnappt sich bereits den Verbrecher. Jetzt haben wir hier leichte Müllprobleme. Ja, Müll ist hier wirklich ein leidiges Thema. Aber mal so richtig. Weil ich einfach nicht weiß, wie wir dieses Problem auch mal bewältigen wollen. Wir bräuchten sozusagen schon wieder ein weiteres eine weitere Mülldeponie.
Problem ist ganz einfach. Wer will denn eine Mülldeponie am See haben? Ich nicht. Daher ist die Frage, wie wir das lösen. Mir schwebt ja schon fast so eine Servicestraße vor. Ich will mal gucken, ob es das gibt. Fahrzeugbeschränkungen. Gibt es sogar. Dann würde ich das ausprobieren. Dann würde ich wirklich so eine Servicestraße jetzt bauen. Um zu sehen, dass wir den Müll hier loswerden. Jetzt sehen wir natürlich wieder immer nichts. Ah, es ist zu dunkel. Ich nutze mal kurz den Mod Tag-Nacht-Einstellungen. Timeless, glaube ich, heißt er. Und wir verändern das gerade mal ganz kurz, weil sonst lässt sich wirklich nicht so schön bauen. Und dann versuchen wir jetzt mal hier so eine Art Servicestraße zu platzieren. So, okay. Dann gehen wir hier auf Fahrzeugbeschränkung. Verbiete alle. Und nur Recycling. Das wäre natürlich cool, wenn das funktionieren würde. Müssen wir auf jeden Fall mal in Beobachtung halten. Denn dann könnten wir praktisch hier komplett herunterfahren. Erstmal sehen, ob wir uns von dieser Stromleitung trennen können. Nee, können wir nicht. Die wird nach wie vor benötigt. Wobei, nee, doch, klar können wir die uns davon trennen, oder? Ich meine doch. Wir probieren es mal. Weil theoretisch gesehen ist diese Ringleitung ja erschlossen. Das heißt, wir könnten jetzt hier problemlos unsere Straße hinbekommen. Natürlich auch ein bisschen gebogen. Ich ahne es, dass wir über diesen Pfeiler dann müssen. Oder diesen Pfeiler so vorbei. Ich würde es ja fast schon so machen wollen, dass ich so weit wie möglich runterkomme. Und dann so. Wie gesagt, einfach mal testen, ob das wirklich funktioniert. Wenn ja, wäre das echt klasse. Wende Fahrzeugbeschränkung auf alle Straßensegmente zwischen zwei Kreuzungen an. So, gucken. Hat er das denn gemacht jetzt? Sieht gut aus. Scheint er so gemacht zu haben, wie ich mir das vorstelle. Dann gucken wir mal, ob das hilft. Dazu gehen wir wieder in unseren... Ja, zumindestens... Hilft's nicht. Ich glaube, das werden wir erst später erfahren. Spätestens dann, wenn hier die ersten Fahrzeuge langfahren würden, könnte man es sehen. Müssen wir noch mal ein bisschen das Ganze im Blick behalten, ob denn hier auch mal ein Fahrzeug lang fährt. Da fährt zumindest ein Müllwagen. Der fährt, glaube ich, gerade zur Deponie. Da fährt noch ein Müllwagen, der fährt auch zur Deponie. Ne, der fährt vorbei. Okay. Also Müllwagen sind hier echt am Tun und Machen. Okay, was hast du hier vor? Er hat sein Auto hier einfach abgestellt. Wieso hat er den geparkt? Hier ist doch kein Parkplatz. Und warum fährt jetzt die Polizei hier lang? Hallo? Das ist doch eigentlich nur eine reine Servicestraße. Nicht für Polizei oder so gedacht.
Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis sie es gemerkt haben hier. Okay, warten wir es ab. Warten wir es ab. Schauen wir mal, was passiert. So, meine Lieben, wir haben die 25 Minuten erreicht. Und ich nutze jetzt einfach mal die Gelegenheit, euch mit diesem Bild zu verabschieden. Wünsche euch alles Liebe, alles Gute und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne, euer Punky von Punky Let's Talk. Bye, bye.